Hey Leute, willkommen zurück zu Spore oder sowas in der Art. Bam. Ja, in der letzten Folge haben wir ein Bündnis gegründet, eine Handelsroute geschlossen, eine Mission gemacht, welche mich extrem angepisst hat, weil der Typ mich zum Planeten geschickt hat und dann bin ich wieder zurück und dann muss ich wieder zum selben Planeten hin. Und wir haben eine neue Kolonie gegründet, ganz am Ende. Ich will hoffen, dass die Zeit ausgereicht hat. Mal gucken. Das heißt, wir nehmen wieder die Standardgebäude, die wir immer haben. Oh, Entschuldigung. Ich kann mich pro Folge echt nicht zurückhalten. Egal. Und wir können jetzt hier mehr Sachen bauen. Und da das ein T3-Planet ist, können wir... ja, da es ein T3-Planet ist, können wir eh sehr viel hier drauf bauen. Naja, es macht keinen Sinn, dass ich hier gerade baue. So. So. Meine Bürger sind alle unzufrieden, das wollen die nicht so haben. Das heißt, ich baue so. So, nee, dann sind die alle noch unzufriedener. Ach, das lasse ich erstmal so. Wird schon irgendwie passen. Boah, ey. Mann. Ich kann nicht mehr. Hilfe. Ich huste die ganze Zeit. Boah, wow, 2 Asteroidengürtel um die Sonne. Boah, wie viele Gasriesen, ey. 3 Stück. Kann ich aber nicht reinfliegen. Ist doch gut so. Ich will gar nicht wissen, was da drin vor sich geht. Ach ja. Und wieder mehr Gewürze gesammelt. Was? Der will irgendwas von mir. Ach ja, weil ich die Mission erledigt habe mit 3 Kolonien. Danke, danke, danke. Autogramme gibt's später. Ah, kaufe ich halt dem Auto was. Jetzt habe ich zwar nichts Geld mehr, also kein Geld mehr oder sowas in der Art. Aber ich habe den Mini-Auto-Blaster, der automatisch auf Gegner feuert. Ja, passt schon. Was ich als nächstes brauche, ist einen größeren Frachtraum, definitiv. Mit den freien Plätzen komme ich nicht wirklich weit. Ach nee, ich sollte vielleicht zu jemandem fliegen, der rotes Gewürz braucht und nicht zu einem, der rotes Gewürz selber auf einem Planeten herstellt. Hier zum Beispiel der hier und ich habe schon wieder gehustet. Erklärt mich für einen Vollpond. Außerirdischer Wirbelste. Boah, sind die komisch aus. Haben die Arme? Ich sehe gerade gar keine. Ja, es ist wieder so ein Misstrauensvölkchen, welche uns nicht leiden können. Achso, da können wir gar nicht hin. Das heißt, wir fliegen jetzt da hin, zu dem Völkchen. Denn mit denen können wir wenigstens handeln, glaube ich. Ja, wir haben 28 plus. Das heißt, wir können den... Nee, wir drehen doch keine grünen Gewürze für 800 an. Das ist viel zu wertvoll für so eine Billigsumme. Die haben hier grüne Gewürze, ich drehe durch. Und da sind sie noch T0. Boah, ey. Mann, verkauft denn hier keiner? Will denn nicht keiner was ordentliches kaufen? Passt schon. Nach diesem wahrscheinlich... Keine Ahnung, sind die sauer? Ah, Mist, ich habe mich nicht vorgestellt, ja. Und es hat gerade geleckt. Oh, boah, 42.000, heftig. Alter, mehr Geld. Die haben aber nur einen Planeten bisher. Ja, ja, die ganzen Zivilisationen sind noch am Anfang und nicht stark. Und die haben jetzt einen dritten Planeten, wie es aussieht. Du hast schon. Ja, solange sie keinen Krieg mit mir machen wollen, ist ja alles okay. Oh, noch mehr Gewürze, Ressourcen. Das ist im Grunde dasselbe. Aber ich kann nichts machen. Ich kann jetzt nur eigentlich Geld scheffeln gehen und Mission machen, wenn ich wollte. Aber... Hat das überhaupt einen Sinn? Ja, ich glaube schon. Fliege ich mal zu denen hier und mache wieder eine Mission. Normalerweise mache ich nie so viele Missionen. Normalerweise scheffle ich lieber Geld mit Gewürzen, aber momentan geht das halt schlecht. Das ist geil. Okay. Okay. Was? Aha. Passt schon. Mal gucken, was ich machen kann. Mhm. V
Raumplaneten im Inge 7 Sternsystem. Oh Gott, jetzt darf ich das Sternsystem suchen. Ich drehe durch. Oh Gott, das sagt mir aber gar nichts. Na toll. Inge 7. Nein, nein, nein. Oh, ich hasse dieses dämliche Suchen. Und dieses Husten auch. Inge 7, Inge 7. Das muss irgendwo in der Nähe sein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Ob ich es jemals finden werde. Also ist das so ein roter Kreis, wenn ich eigentlich... Boah, ey, was ist los? Was ist los? Warum huste ich? Das tut mir echt leid. Echt? Scheiße. Mann, Hilfe! Also müsste da so ein Kreis sein, wo... so ein bestimmter Radius, wo das drin erscheinen müsste. Ich weiß nicht, was da immer los ist. Ich habe keine Ahnung. Inge 7. Da, 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 da. Oh, toll. Ich muss einen der Planeten von meinen Vermündeten vor einer Ökokatastrophe retten. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell drauf fahren und alle mit einem tödlichen Virus infizierten Tiere töten. Ja, ganz einfach. Töten. Was macht man noch sonst mit den infizierten Sachen? Genau, man sucht kein Gegenmittel, man tötet sie. Und die Tiere sind noch nicht gespawnt, wie es aussieht. Das erleichtert meine Arbeit ungemein. Das heißt, ich fahre jetzt rum und... Zap. Hallo? Okay, das Vieh ist tot. Aber da ist noch eins. Das da. Nee. Hä, warum zeigt ihr denn da drauf? Passt schon. Und ich habe schon wieder gehustet. Erschlagt mich, Leute. Erschlagt mich, bitte. Sofort. Ja, ich huste nur noch wie blöde. Da. Bam, tot. Da ist noch eins. Ah, das waren schon alle. Danke, dass du dich an die Geschäfte gehalten hast. Welche Geschäfte? Durch deine Aktion bist du bei diesem Reich gerne gesehen. Yeah, plus 121. Ich bin schon im so Plusbereich, dass es eigentlich gar nicht mehr geht. Und ich muss wieder zurück. Hoffentlich finde ich den Planeten noch. Der war hier, ne? Nein, hier. Ja, da. Cool, die sind in der Stammesphase. Das heißt, da könnt ich, die könnten sich entwickeln. X, C, D, V, D, C? Was soll er? Da war jemand ja sehr kreativ mit seinem Namen. Wahrscheinlich wieder irgendwie auf der Tastatur rumgemacht. Aber egal, ich flieg dahin, wenn mein Stammesmitglied, und hau wieder ab. Tschüss. Wir sehen uns. Und es leckt wie Hölle. Wie immer, wenn ich einen Planeten betrieben habe. Passt schon. Und wir fliegen jetzt zurück und schließen mehr Freundschaften. Ach ja. Rosa Gewürz. Dann kann ich ihn hier ansiedeln. Ja, ja, 20.000 Spore-Dollars. Und jetzt kann ich mit denen auch handeln. Boah, 14.000. Das ist eine Menge Geld jetzt. Ich glaube, ich kaufe das hier. Und das hier. Und das hier. Genau, ich kaufe eigentlich immer sofort alles, bevor ich es vergesse. So viel Zeug. Zwei Plaketten auf einmal. Und unsere Leiste da unten füllt sich. Gleich bald haben wir das Viertel erreicht. Das erste Viertel zumindest. Oder haben wir es schon? Keine Ahnung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Boah, was brauche ich denn noch? Schaltet frei, einfacher Raum. Handel für 2 Millionen Spore-Dollars. Scheiße. Das ist eine Menge. Zumindest für jetzt. Und ich habe schon wieder gehustet. Ich sollte mal echt mein Mikro ausmachen, wenn ich wusste. Stimmt, ich krieg jetzt von dem Planeten auch Gewürze und ich flieg da gar nicht hin. Das ist sogar ein gelber. Und 5. Ach ja, der hat ja 2 Fabriken, daher füllt er sich so schnell auf. Und wir fliegen hier hin und holen ein bisschen grünes Gewürz.
Und sogar 4 rote. Dank der Handelsroute. Yay, thanks, man. Ich glaube, es wird Zeit. Nee, ich muss noch handeln. Ich muss erst den größeren Frachtraum kriegen. Sonst hat das alles keinen Sinn. Ja, mach ich mal. Und hier ist noch ein bisschen Rotes. Bringt zwar nicht so viel hier, aber ich will endlich den Scheiß vollkriegen. Den Scheiß Laderaum. Denn sonst hat das keinen Sinn, weitere Planeten zu kolonisieren. Oh, der ist schon mir schon freundlich gegenüber gesonnen. Plus 41 sogar schon. Das heißt, ich mache mal eine Handelsroute mit dem, falls ich kann. Ne, Handelsroute. Juhu, er will. Jetzt müsste ich eigentlich... Händlerplakette? Händler. Wie sah die aus? Die hier. Schaltet frei, Gewürzlager. Wenn ich Stufe 2 hätte. Gewürzlager sind unglaublich nützlich. Da kann man dann doppelt so viele Gewürze pro Planet lagern. Wenn man die auf dem Planeten platziert. Aber die sind auch dementsprechend teuer. Aber für Planeten, die sehr schnell produzieren, wie T3-Planeten, alle voll ausgebaut, da kann man gar nicht, da sollte man eigentlich 50 Gewürzlager drauf haben, denn die Teile produzieren so schnell, da kommt man eigentlich gar nicht mit hinterher, wenn man so 20 Planeten hat am Ende. Boah, habe ich echt gerade so oft Planeten gesagt, ich weiß nicht. Ich höre mir manchmal selber beim Reden nicht zu. Warum auch immer. Ist hier was? Nee. Nur ein riesiger Gasriese. Ja, manchmal fliege ich einfach nur blöd rum in der Umgebung und such. Vielleicht finde ich ja irgendein gelbes Signal. Hier? Ja, da. Und wir fliegen denn. Und fliegen zum Planeten. Offensichtlich sind es keine Piraten und anscheinend sind's Piraten. Ja, Piraten. Die haben dasselbe Schiff wie ich. Ich fühle mich verarscht. Hier, frisst mein Impuls. Ich treffe zwar mit dem Ding nie. Passt schon. Schieße ich halt so. Bam, tot. Nur billig Piraten. Ich dreh durch. Egal, dann fliegen wir jetzt mal zurück zum... Cool, ich hab die da unten. Das heißt, die mache ich jetzt weg. Die nervt. Das heißt, wir fliegen jetzt zurück zum Heimatplaneten. Und... Jo, Vielflieger 2. Interstellar Antrieb 2, endlich. Und noch ein Level up, beziehungsweise neuen Titel erhalten. Und welchen Titel kriegen wir? Glückwunsch, was dir den Titel Admiral verdient. Ah, ja. Passt schon. Gut. Na. Das heißt, wir kaufen uns noch den Interstellar Antrieb 2, dass wir weiter fliegen können. Und ich beende diese Folge auch schon wieder für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bam!